Ja, hallo aus Quickborn. Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company. Und ja, so sieht der Papierschneider jetzt aus. Er hat eine ähnliche Größe wie der, den wir vorher hatten. Er ist etwas leichter und hat ein paar Änderungen. Also er hat kein Fach auf der Rückseite, ist glaube ich auch nicht so tragisch. Und er hat auch kein Teil, um diese Klappe hier zu sichern. Dafür rastet er aber ganz automatisch jedes Mal ein. Also das ist auch nicht so wichtig, dass da jetzt noch ein zusätzlicher Riegel bei ist. Also wie gesagt, es rastet, du hörst es auch, immer richtig ein. Ja, was gibt es für Änderungen? Also natürlich haben wir zum Falzen und zum Schneiden einen Teil und auch beide können unabhängig voneinander verwendet werden. Sie haben hier Ihre Parkposition ganz einfach und simpel. Auch das Austauschen der Klingen ist ganz einfach. Ich probiere das hier mal, ob man das gut sehen kann. Also hier ist so eine ganz kleine Aussparung, die ist wirklich winzig klein. Und wenn ich jetzt mit dem Teil dahin fahre, dann hake ich eine Seite aus und kann die zweite aushaken. Und genauso hast du das dann auch wieder da drin und kannst das hin und her schieben. Du kannst da drüber fahren, das ist gar kein Problem. Also du musst dann speziell in diese kleine Vertiefung gehen und musst es dabei aushaken. Also das ist ganz simpel und einfach. So, der Papierschneider kommt mit einer Folie drauf. Die habe ich hier schon abgezogen, aber habe dann vorsichtshalber die andere drauf gelassen, damit du das siehst. Die sieht man auch gar nicht. Erst wenn sie so leicht beschädigt ist, wie das halt bei einer Folie so ist, dann denkt man, oh, der Papierschneider ist beschädigt. Aber dann guck einfach mal, ob du die, ich habe sie hier schon so ein bisschen gelöst, ob du die Folie siehst und dann ziehst du sie einfach ab. So. Und dann hast du den Untergrund. Ja, die Größe ist wie bei unserem anderen Papierschneider auch. Du kannst wunderbar einen 12x12 Bogen reinpacken, also das ist gar kein Problem. Du hast in der Mitte noch einmal Zentimeter, du hast hier Zentimeter und hier auch und zusätzlich auch noch Inch. Das Lineal hat nur Inch und hier ist das Ausklappbare. Das geht ein bisschen schwieriger, also du musst vorsichtig dran ziehen. Du klappst das aus, es rastet hier ein bisschen ein und dann kannst du, hier hat das hier eine Art Fuß. Auch einer, der nicht verrutscht, also mit Stoppern. So ist das, wenn wir hier schon gleich auf der Rückseite sind. Hier sind halt auch Stopper drauf, die dann auch gut auf dem Boden haften, sodass dein Teil nicht verrutscht. Ja, du hast hier bis 43,5 cm, kannst also richtig gut anlegen und kannst deine Sachen ja super damit schneiden. Das probieren wir auch gleich mal aus. Ich habe hier einen Farbkarton hergelegt. Und ja, ich habe auch auf dieser Seite, das ist immer für mich ganz wichtig, 3,5 cm, damit ich auch zu der Seite gut schneiden kann. Also ich kann jetzt hier 3 cm anlegen und kann schneiden. Oder ich mache es nochmal, kann auch falzen. So, und habe hier eine saubere Falz. Nochmal zum Messer und zu dem Falzteil. Das Messer ist um einiges größer als bei der, ich nehme es mal raus. So, ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut erkennen. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, also das ist doch um einiges größer als bei unserem alten Papierschneider. Und gut, ich arbeite jetzt knapp 3 Wochen damit. Ja, ist natürlich noch alles in Ordnung. Und auch bei dem Falzteil, bei dem alten war eine Kugel, hier ist so wie ein kleines Rad,
Es dreht sich zwar nicht, aber so, es ist eine Scheibe. Es ist also auch um einiges größer. Und ja, bisher super. Also es tut alles das, was es soll. Ja, sehr viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Also hier kannst du das Teil aufhängen und ja, schneiden, falzen, wie du es gewohnt bist. Also funktioniert alles super. Er ist etwas leichter. Die Ersatzklingen kommen dann im Viererpack. Das sieht so aus. Und ja, das war es eigentlich auch. Ein Must-Have. Und ja, gerade wenn so in der Weihnachtszeit noch mehr gebastelt wird als sonst, muss man das einfach haben. Ja, falls du Fragen dazu hast, schreib mir einfach. Und ansonsten ist er ab 1.11., also ab dem 1. November 2019 zu bestellen. Er kostet 30 Euro. Die Ersatzklingen kosten 14,50 Euro. Ist also ähnlich wie bei den anderen auch. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viele tolle Projekte damit und sag Tschüss aus Brickborn.